Der Heilige und der Sünder. Ein kleines Stück Heilige. Kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit. Was? Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja, eine Woche in Zentrum, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michaels. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Straße runter von St. Michaels. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Polly und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Kauf dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom! Geht klar, Boss. Dann erledige das. Los, gehen wir. Da wird wohl wieder was auf uns zukommen. Komisch, wir haben auf die beiden geschossen, haben es aber trotzdem überlebt. Geht zu Vinny. Wir treffen uns dort. Wieder Vini. Vini Vidi Vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Ich hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Na nu, was haben wir denn dort? Eine Bombe? Drück die Mädels von Alvin, ja? Nicht heute, Vini. Dann auf zu. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen?
Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Ja, Freunde. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Ghilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? War schon lange nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Mach ich. Okay, okay. Freunde. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Pauli nicht. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Muss der Bulle auch links, rechts abbiegen? Jetzt halt das Maul und lass mich jetzt reden. Freunde, oh, wir sind in einer Police Station. Und hier ist die Kirche. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Bitte keine Bombe in die Kirche platzieren, ja, das machen wir nicht. Ach so. Statt zum Zurückfahren, statt ihn nur hinbringen. Oh Mann. Dann fahren wir mal wieder zurück. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Schon. Geh doch. Wo sind die? Du benimmst dich da drin, okay? Hallo, Hübscher. Interesse an Drinks? Beidem. Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Keine Eile. Nimm dir einen Drink. Entspann dich und genieße es. Oh, ganz falsches Haus hier, Alter. Hey, guten Tag, Sir. Oh, Fremdscham, Mann. Ich muss mit Michelle reden. Du kannst nur die Mädchen haben, die hier sind. Such dir eins aus und mach keinen Ärger. Warum kaufst du mir nicht einen Drink? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby. Ich bin neu hier.
können uns auch einfach nur unterhalten, wenn du sonst nichts willst, Schätzchen. Was macht so ein hübsches Kerl an so einem Ort? Ich suche nach einer Michelle. Die hat oben zu tun, ich aber nicht. Komm schon, Schätzchen. Wie soll ich ohne dich meine Miete zahlen? Du bist ziemlich nervös. Aber ich kann dich an die Hand nehmen. Ich... Ja, sie ist hier die Beliebte. Mach einen Termin bei dem Typen an der Rezeption. Auf Michelle muss man warten. Ich brauche den Manager. Hier durch zur Lounge. Sie gehören zu unseren neuen Geschäftspartnern, ja? Okay, da war die anscheinend am Kotzen. Ja, aber Freunde, ich wollte nicht da durchgehen wegen den Typen da, bevor sie uns alle alarmiert sind. Willst du Spaß haben? Hier entlang, Süßer. Nee, ich suche nach einer Freundin, Michelle. Aber sicher, komm mit und erzähl mir von ihr. Will nur reden. Weißt du, unterhalten wir uns oder was? So behandelst du Frauen? Würdest du so deine Mutter behandeln? Nein, bitte! Tja, einstecken ist nicht deine Stärke. Mann, das war schnell. Tut mir leid, hab's nicht so gemeint. Hotel Corleone, erstklassige Zimmer, prächtige Einrichtung, herzlichen Empfang, gute Gesellschaft, Telefon Downtown 1720. 02, um einen Termin zu vereinbaren. Okay, Michelle. Zimmer von Michelle, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Boah, was war das für eine Pfeife gerade? Boah, was eine Flasche, die da rausgekommen ist, ne? Was eine Flasche, die da rausgekommen ist. So. Ich muss hier vorsichtig sein, bevor hier irgendeine Wache per passiver CPU aktiviert wird. Dann treten wir mal die Tür an. Was haben wir hier? Keine. Irgendwelche Hinweise? Auch nicht. Was haben wir hier? Stammdacht. Jetzt hier schon gewinnen, ne, waren wir noch nicht. Verschwinde hier, sofort! Entschuldigung! Wo kann man die Nummern sehen? Sieht man die Nummer vor der Tür? Ne, sieht man nicht. Ja, hier ist noch ein Hinweis. Ich muss voll auf Toilette. Was ist das für ein Hinweis? So, da waren wir. Mal da hingehen. Bitte alle, die unter 18 sind, wegschalten. Oben in der 208. Sonst noch was? Das war alles. Wenn nur alle wie du wären, Süßer. Nee, Medipack brauche ich nicht. Ich schäme mich gerade hier voll hier drin, hier in diesem Kackladen hier drin zu sein, ich schwöre. Okay, hier geht's hoch. Nicht, dass wir gegen irgendwelche Türsteher kämpfen müssen.
Okay, hier war Rambazamba anscheinend. Schießerei und so. Das ist Aufzug. Lass mal hier gucken. Okay, Molotow. Hatten wir nicht schon eins? Nein, kein Revolver. Oh Mann, Alter. So, da sind wir wieder. Musste kurz aufs Klo. Und jetzt machen wir hier weiter und suchen die Michelle. So, hier drin waren wir jetzt. Okay, da ist der Pfeil, aber wir müssen ja hoch, ne? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hier geht es ja nur runter. Welche Hinweise? Ach, da nicht, okay. Auch nicht. Okay. Welche Toilette? Ne, auch nicht. Wo sind wir jetzt gekommen? Ah, hier lang. Ist auch nix. Schränke. Okay. Da haben wir doch etwas. Raus! Verschwinde, bitte! Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Aber Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts. Das weiß Nun, er. Nun, der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar Don Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Sieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Oh Gott, Hilfe. Ja, Freunde. Da haben wir jetzt Michelle getroffen. Wie kann man hier durch? Nee, kann man nicht. Und jetzt suchen wir mal den Manager. Du wirst morgen den ganzen Tag mit Morellos Jungs im Zimmer 208 sein. Ich wurde unter... Das ist jetzt auch wichtig. Werde ich auch da Pause machen und lesen. So, waren aber viele Zimmer, die wir durchgestöbert haben. Ja. War nicht. Das war hier. War es ja, ne? Und dann links und dann runter.
Ich hoffe, man hört wieder nicht dieses blöde Gestirne hier. Okay, dann gehen wir mal runter. Eigentlich hätte ich nur diesem Punkt da folgen müssen, aber ja. Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Sie sind der Manager? Beste Grüße von Don Salieri. Jemand soll die Cops rufen. Oh, Scheiße. Ja, der hat gesetzt. Was gesehen. So wie eine bessere Position. Los! Jetzt bist du erledigt. Ich hab ihn im Blick. Oh, der war perfekt. Der war gut. Und noch mehr Molotow. Lass uns erstmal ein paar Hinweise nochmal suchen. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Auch wenn wir hier zum Büro direkt müssen. Ich sehe ihn! Oh, Scheiße. So, einer ist noch da. Da oben. Jetzt steckst du in der Scheibe! Ja, okay. Geh in den Deckel! Da! Ah, oh, verflucht! Egal. So, hier war ja irgendwas. Ein Sticker. Wo sind wir gekommen? Hier ist was.
Leute von Morello Michel Zimmer und 208 ganze Tag Joe, ne? Achso, das sind die Leute. Ich muss gereinigt sein, okay. Achso. Haushaltsplan. Achso, von da sind wir gekommen. Kann man hier hochspringen oder so? Hier durch? Geht auch nicht. Okay. Wir sind jetzt im Büro. Gibt's denn noch irgendetwas? Gibt's nicht, ne? Kommen wir zurück. Oh, da ist jemand im Raum. Ist jemand im Raum? Was denn für eine... Hä? Ein Medipack vielleicht? Ich brauche ein Medipack. Vielleicht ein Bad? Kein Medipack? Ist ja nichts da. Egal. Ecke. Mann! Ich hatte dich gesehen an der Ecke. Mann, ey. Medipack. Ist keine Medipacks. Oh Gott.
Ja, dann müssen wir leider alles wieder von vorn machen. Aber hier geht's auch nicht raus. Nicht, dass hier einer noch ist. Erstmal so ein bisschen looten oder so. Vielleicht finden wir hier was. Da können wir hoch. Aufnehmer wiedersehen, du Schwein! Ich lasse die gleich hier. Ich lasse mich gleich hier wieder erwischen, ey. Okay, da ist er. Mit dem anderen. Ja, ist ja eigentlich dasselbe. Medipack, ich brauche Medipack. Ich glaube, auf der nächsten Etage ist das gleiche Szenario. Hier drüben! Ja, toll. Ach komm, Alter. Was ist denn los, ey? Wo haben wir die Päckchen jetzt? Gar kein. Was war markiert? Hä? Hallo? Ah, da. Achso, da! Oh, ich hab den gar nicht gesehen. Na, komm raus! Oh Gott.
Ich hatte doch Molotow-Dinge eingesammelt. Warum, hä? Wieder Medipack, nicht dass einer um die Ecke wieder kommt. Aber hier ist keiner. Ja, mit der Ziel, mit beim Zielen und Steuern so ist auch sehr schwierig, muss ich mir noch angewöhnen. Wenn ja noch andere Mafia-Teile noch kommen. Es ist nicht, wonach es aussieht. Oh Gott, was ist das für ein Clown? Sehr geehrter Mr. Morello, diese Person könnte von Interesse sein. Ich habe Ihre Daten, falls Sie es brauchen. Diverse Stadträte und ein Kongressabgeordneter, hochrangige Beamte des Bundeszentralamts für Steuern, der stellvertretende Direktor des Strafvollzugswesens, der Leiter der Prohibitionsabteilung beim LHPD. Außerdem mögen einige Geschäftspartner von Salieri und unsere Mädchen und plappern viel. Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre Interessen. Ihr Ergebener, Howard Davis, Manager Hotel Corleone. Ja, Freunde. Oh, ein Safe. Sehr interessant. Oh, das würde ich jetzt auch nicht lesen. Am besten Pause machen. Was haben wir hier? Achso, die Bombe. Scheiße. Verdammt. Gott. Oh, meint ihr, wir schaffen das? Das ist ein guter Abstand, ne? So, und jetzt müssen wir mal schnell abhauen. Eine Explosion, gemeldet vom Hotel Corleone. Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Scheiße! Mann! Der hat die Waffe auf mich gerichtet. Ich wollte nicht noch mehr Schaden haben. Mann! Hier oben gesichtet! Bewaffnet! Ich will jeden Mann auf der Jagd nach dem Kerl. Holt ihn von dort oben runter! Er ist hier oben bei uns! Da! Ich erwische dich, Schleichen, was? Hab ihn! Dachtest wohl nicht, dass wir hier auf dich warten?
Scheiße. Viel zu hektisch, Alter. Oh, Halle, bleib ruhig. Medipack. Ich brauch sofort ein Medipack. Komm schon. Gib mir irgendein Medipack hier. Ist viel zu hoch. Da müssen wir springen, ne? Achso, Leiter benutzt. Hilfe. Entkommen der Kirche, okay. Viele Stufen, ne? So tief auffallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja, aber er war auch ein liebender, schützender Bruder, ein loyaler Freund, und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Willis engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Oh nein, scheiße. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich hab dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Mir so auf den Arsch gerettet, weil es übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt. Scheiße. Nicht in der Kirche. Warum? Schade. Bitte, hör was auf! Was hat Billy angerichtet? Kommt sofort hierher! Scheiße. Penalt. Scheiße. Du darfst nicht schießen. Hallo.
störst seine Beerdigung. Du hättest das vor Tagen beenden können. Sein Vater war hier. Ja, auf dem Balkon. Sind welche? Gar nicht gesehen. Er hat ihn umgelegt. Komm doch da raus, Mann. Die Steuerung ist richtig scheiße, Mann. Muss ich leider sagen. Die Steuerung ist echt nicht meins. Scheiße, wenn ich auf den ziele. Komm raus. Geschichte, aber Steuerung komme ich überhaupt nicht klar, wie man merkt. Leider, leider. Es sind auch nice Waffen dabei. Bis jetzt meine Lieblingswaffe hier, die, wie heißt die? Kein Name drauf, aber es ist auch hier halt dieses MG-Gewehr. Nämlich dieses Mafia-Gewehr. Ist er jetzt draußen oder drin? Oben oder unten? Kann man nicht die Tür aufmachen? Kann man nicht die Tür aufmachen, aber egal. Ja, mal hier rum. So. Ah, da unten ist der, okay. Ja, hä? Lass mich doch einfach runter. Wie ist er denn da runtergekommen? Ist er auch von da oben gegangen? Verstehe ich nicht. Oder willst du mich verarschen? Springen runter. Ist mir sowas von egal. Auf.
Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes! Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Ja, Freunde. Und zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Also, was passiert? Es kommen immer mehr! Hier ist ein Verbandskasten! Von allen Seiten! Lasst ihn nicht raus! Hier, Leichtwagen los! Oh, ist das dein Ernst? Hat Räder, oder? Klar, wir können weitersuchen, aber die Cops sind überall! Oh, geht doch! Was machst du? Ach so, die wollen rein. Zum Wagen. Scheiße. Wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Nicht wie erwartet. Fahr einfach, oder wir fahren bald hinten mit. Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Wir finden ihn. Straßenschutz.
Wegfahrsperre platziert. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja, alles. Endlich, Freunde, endlich. Kollegen auf Central Island, Verdächtiger ist verschwunden. Geben die bald auf? Ich glaube nicht. Schnell aufgegeben. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Okay, wir sind sie los. Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß, aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. Ja, Freunde. Der Heilige und der Sünder. Auch die Trophäe haben wir da geholt. Freunde, das war's an der Stelle. Mit ein paar Fails, mit ein paar Upsi-Punch-Show-Szenen haben wir das jetzt hier geschafft. Und zwar machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank an der Stelle, die dran geblieben sind. Ich würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, ein Like da lässt und ein Abo, falls ihr schon neu auf dem Kanal bist. Deshalb danke nochmal. Ich bin draußen. Macht's gut. Euer Reddit ist draußen. Doppelt gemoppelt und ciao.